Ja, hallo und herzlich willkommen zu Islanders. Das ist jetzt mal ein Städtebauspiel. Allerdings ist das von den Machern, Grizzly Games sind das. Das sind drei Berliner Game Designer, die das wohl schon in ihrer Studienzeit gemacht oder angefangen haben. Das Spiel ist bewusst casual angelegt, also Städtebau ohne Ressourcenmanagement. Ja? Es soll so ja, ein einfaches Spiel für zwischendurch sein und was immer wieder Lust macht, Neues zu, also das nochmal neu zu spielen oder weiter zu spielen. Ja, das Spiel stammt aus dem April 2019, also ist nicht so alt und ja, soll eben irgendwie durch diese schöne Grafik überzeugen, aber auch durch seine Einfachheit und intuitiven Benutzerführung. Und das ist es auch. Sehr, sehr, sehr einfach. Hier vorne sieht man jetzt die Stadt, die ich mal gebaut habe, jetzt in der letzten Runde. Und um wieder ein bisschen reinzukommen, also mit der linken Maustaste bewegt man die Objekte, ja, schiebt man die so ein bisschen das Bild durch die Gegend, ne? Und mit der rechten Maustaste dreht man das, ne? Und wie gesagt, das sieht ja alles recht hübsch aus. Das ist jetzt so ein, ich sag mal, so ein gelbliches Biom. Da gibt es eben auch verschiedene Farben von diesen Inseln, ne, die eben im Spiel auch den Namen geben. Ne. Hintergrund ist natürlich der, man ist halt bei der beim Platz beschränkt, ne? Und eben auch durch diese zerklüftete Darstellung ja, wird man auch so ein bisschen am Bauen gehindert, ne? Wir können mit der Maustaste ranzoomen, da sieht man das alles halt sehr, sehr nah und detailgetreu. Ja, und mit euch wollte ich jetzt mal einfach ein neues Spiel spielen, um euch zu zeigen, wie das so funktioniert. Ach, eine Sache noch. Bei der Beschreibung des Games haben die Entwickler halt hingeschrieben, was das Spiel so beinhaltet, ne? Und was das Spiel eben nicht hat. Ne? Diese Liste fand ich halt so hübsch, die wollte ich immer vorlesen. Also, das Spiel hat keine Kampfhubschrauber, Waffen, Lootboxen, cinematische Storyline, krasse Explosionen, Klammer auf, ehrlich gesagt gar keine Explosionen, Klammer zu, Online-Multiplayer, Microtransactions und Orks. Also, auf all das müssen wir hier verzichten. Und jetzt fangen wir einfach mal ein neues Spiel an. So, ich finde die Musik auch so schön. Ja, man natürlich im Heiß hier, es gibt auch so einen Sandbox-Modus. Den habe ich glaube noch nie ausprobiert. Ja, das Spiel ist sehr, sehr relaxed. Die Musik ist sehr relaxed, ne? Und die Umgebungen hier sind prozedural generiert. Soll heißen, sind immer wieder neu. Wobei manches einem sehr bekannt vorkommt, dieses Element dieser Brücke, die man da so ein bisschen sieht, das kennt man halt. Und es regnet, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es auch regnen kann hier. Könnte ja auch
Jetzt, wo ich es mal mache, spiele ich hier mit rum. Jetzt, wo ich es mal aufnehme, spiele ich damit rum. Gut. Das Spiel basiert auf Punkten. Wir müssen mit dem Bau von Gebäuden Punkten erreichen. Ansonsten, also wir haben 0 von 20 im Moment. Wir müssen diese 20 Punkte erreichen, um eine Runde weiterzukommen. Sprich, um neue Gebäudetypen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber es führt eben auch dazu, dass man irgendwann keine Punkte mehr hat. Und dann hat man, ja, dann kann man neu anfangen. Hier rechts ist das Symbol für die nächste Insel. Ne? Man kann, wenn man eine bestimmte Anzahl an Gebäuden oder ich weiß nicht, eine bestimmte Anzahl an Aktionen durchgeführt hat, ob das jetzt mit der Größe der Insel zusammenhängt, weiß ich nicht, kann man auf eine neue Insel wechseln. Das ist so ein, ja, die füllt sich so langsam, bis sie dann eben voll ist. Und dann kann man das Spiel auf der einen Insel quasi abbrechen und zunächst gehen. Man kann aber auch weiterspielen. Das ist einem dann ein bisschen selbst überlassen. Gut, gucken wir mal, wie intuitiv das Spiel ist. Also schön hier mit den Tropfen. Das gefällt mir echt so gut. Diese, wie sagt man da, Blow-Polygon-Grafik. Ja, drück mal einfach mal auf Plus. Ja, wir können anfangen. Wir können anfangen mit dem Holzfäller-Pack oder mit der Algenfarm. Die Algenfarm baut man eben im Wasser, beziehungsweise am Strand. Und das, die Holzfäller, klar, die brauchen Bäume. Wir nehmen mal die Holzfäller. Da haben wir zum einen das Sägewerk und zum anderen zwei Holzfällerhütten. Will ich mal so nennen. Ne? Die fällen das Holz und da im Sägewerk findet halt die Weiterverarbeitung statt. Jetzt arbeiten alle Gebäude mit Bonis und Malus oder Malis, sagen wir Malis. Also, ne, hier bei der Holzfällerhütte wirkt sich positiv die Nähe eines Sägewerks aus, bekommt man 5 Punkte. Die Nähe einer Statur, also die Nähe eines Baums, ne, das liegt ja auf der Hand. Er will allerdings keinen weiteren Holzfäller in der Nähe haben, ne? Das wird mit minus 6 geahndet. Ja, und da wir möglichst viele Punkte haben wollen oder sogar brauchen, um weiter zu spielen, sind die, ja, müssen wir da ein bisschen drauf achten. Nehmen wir so eine Holzfällerhütte, wenn wir hier so eine Struktur haben wie diese Brücke, die dann recht gerade ist, dann versuche ich das immer so ein bisschen daran auszurichten. Hier sehen wir können den ganzen Wald. Der Wald besteht aus 8 Bäumen und 4 Punkte bringt das. Das ist unsere Statur hier. Dieser Obelisk oder ja, wie man es nennen möchte. Obelisk ohne Spitze. Im Prinzip haben wir zwei solche zentralen Punkte. Es gibt auch noch ein Stadtzentrum. Das können wir allerdings selbst bauen. Ja, guck mal hier. Hier können wir die meisten Punkte einsacken mit 12. Wenn wir es so hinstellen, wo haben wir denn überall Wald? Da vorne haben wir noch ein bisschen Wald. Ja, hier sind 7 Bäume, kriegen wir plus 7. Also es ist nicht dumm, wenn man sich dann auch direkt Gedanken macht, wo man das andere Gebäude hinsetzt. Und ja, und hier kriegen wir nur 4 Punkte. Aber die beiden Sphären, die das... mal sehen. Ach, hier kriegen wir auch die 12. Ist ja interessant. Ja, mehr als 12 kriegen wir da oben nicht. Wenn wir das jetzt hier hinbauen würden,
sieht man die Sphäre, die den Aktionsradius des Gebäudes zeigt. Wenn wir hier eins hinbauen, ne, dann. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir zwei Gebäude haben. So kann ich. Achso, ich das Gebäude am Wickel habe, dann drehe ich das mit der Maustaste. Worauf ich hinaus will, ist, dass. Oh, so. Dass wir das Sägewerk. Dass das für beide funktioniert. Weil wenn wir das Sägewerk mal ansehen, das bekommt plus 7 für jeden Holzfäller, den es einschließt. Und die Statur 6, wenn wir das hier in die Mitte bauen könnten, das Sägewerk, sodass er die Statur noch mitnimmt, dann wäre das schon ein ganz schöner Bonus. Ne? Wir sehen, hier unten langt das nicht hin. Also hier bis hierhin geht das nicht, das Sägewerk. Deswegen also ein so, ich sagen, setzen wir das mal hier hin. Wir können übrigens einen Zug rückgängig machen. Ne? Das zeigt hier unser Rückgängig-Symbol. Unser Rückgängig-Symbol. Nennen wir es mal Rückgängig-Symbol. So, und hier haben wir jetzt 17 Punkte. Ne? Da kommen jetzt die 5 von dem Holzfäller noch dazu. 17, wenn wir da. Unser, wir können es auch hier hinsetzen. Geht auch. Sehe ich jetzt keinen Unterschied, keinen großen. Außer. Vor als Nachteile. Ich setze mal da hin. Und hier setzen wir jetzt den anderen hin. Dann hat der die. Kriegt man sogar unten noch einen Baum mit. Hier unten sind wir außerhalb von dem Aktionskreis. Aber hier oben, ja, haben wir oben die 4 Bäume, unten einen Baum und das Sägewerk. Besser geht nicht. 10 Punkte. Also vielleicht geht es besser. Ich sehe es irgendwie nicht so. So, was habe ich gemacht? Ich bin auf zurückgegangen. Habe das wieder gelöscht, das Ding. Komm mal her. So, dann drehen wir es auch mal hübsch, dass ein bisschen so Szenerie passt. So. Ja, so. Jetzt haben wir Plus. Wir können neue Bauoptionen wählen. Wir haben das Brauerei-Pack. Das besteht im Prinzip aus einer. Ja, da steht ja Brauerei und Hopfenfeld. Und hier haben wir Mühle und Feld. Nehmen wir mal Mühle und Feld. Wir haben 2 Mühlen, 4 Felder. Das ist durchaus auch zufällig. Die Mühlen. Ja, die Nähe von einer Mühle ergibt 20 Minuspunkte. Also, jetzt können wir gerade gucken, was sie für einen Radius haben. Hier gibt natürlich die Statue Bonus, Lager gibt Bonus, Feld, Stadtzentrum und Steinmetz. Ja, Steinmetz, haben wir irgendwo Steinmetz oder würden wir irgendwo einen hinbauen? Ja, Steinmetz baue ich hier meistens hier so an die Klippe. Problem ist halt, dass das Feld adäquat unterzubekommen. Jetzt ja die
die Nähe zu dieser Figur ist auch nicht immer das Alleinseligmachende. Und vier Felder ist schon ein bisschen was. Das setzen Sie mal hier hin. Dann gucken wir mal. Oh ne, das war nichts. Da kriege ich die vier Felder nicht runter. Hier. Also die Bäume, wenn man so nachträglich beseitigt, wenn man da drüber war, das hat jetzt. Das hat jetzt keine negativen Auswirkungen auf die Holzfüllhütte, glaube ich. Ja, wir müssen 70 Punkte erreichen, sonst ist das Spiel vorbei. Ja, hier kriege ich die Felder nicht runter. Vier Stück haben wir. Das hier erreicht zum Beispiel schon nicht die machen wir rückgängig. Gucken wir uns mal. Schauen wir uns mal an einer anderen Location um. Ja, viel Platz haben wir hier eigentlich nicht. Setzen wir die doch einfach mal hier hin. Da müssen wir halt auf die 5. Auf die. Moment, wir haben zwei von denen. Wir haben zwei von denen. Die am besten die Felder gemeinsam nutzen. Ne? Das ist ja auch noch dieser Punkt. Kriege ich nicht so viele Felder, das hilft mir nichts. Weil die Felder legen wir am besten zwischen den beiden Mühlen an. Setzen. So. Wenn wir sie hier hinsetzen, dann haben wir hier Platz für eine andere Mühle. Diese kleinen Steine, die verschwinden dann. Die brauchen uns nicht so zu irritieren. Setzen wir da eine Mühle hin. Und dann gucken wir mal, wie wir hier mit den Feldern hinkommen. Ja, so ganz 100 pro genau setzen. Die Felder halten jetzt halt eben. Hier halte ich 5 Bonus von der Mühle. Das ist ja im Prinzip der wichtigste Bonus. Und hier halte ich den Bonus halt von den anderen Feldern. Ne? Hier plus 2. Mehr als 2 kann er nicht abdecken. Und probieren wir das mal anders. Gucken wir mal hier. Da muss die Mühle hin. So ungefähr. Damit sie die anderen Felder mit einschließt. Ja, es ist schon so eine. Ja, es ist auch ein Strategiespiel, ne?
So, wir haben genug Punkte gemacht. Ah, da hätte ich jetzt eigentlich mal drauf bleiben können. Wir haben genug Punkte gemacht und können neue Gebäude kaufen. Beziehungsweise benutzen. Nehmen wir mal das Brauerei-Pack. Das enthält zu allem Überfluss auch. Ja, 97 Punkte müssen wir jetzt machen. Ne, wir haben 97 von 125. So. Und ja, das enthält auch Holzfäller. Ja. Und hier haben wir leider nur die Möglichkeit, den Holzfäller dahin zu setzen, weil mehr Bäume haben wir nicht. Ne? Es enthält auch Felder. Also, ihr seht, ich setze das hier hin, habe die plus 10, ne? Und, wenn ich jetzt Bäume abholze quasi und überbaue, das ist egal, wenn die Holzfäller gebaut ist. So, wir sind einen Punkt drüber gekommen. Das heißt, wir haben zusätzliche Bauoptionen. Die können wir jetzt schon mal aufmachen. Und da haben wir jetzt Häuser und Villen bekommen. Es gibt erstaunlicherweise immer irgendwie mehr Villen in dem Spiel als Häuser. Und ja. Wir haben noch ein Sägewerk. Ja, mit dem Sägewerk ist natürlich so, wäre schön, wenn wir hier beide mit reinbekämen. Hier wäre schön. Aber... Oh ne, dafür bist du zu dumm aufgestellt, ne? Reicht der nicht? Der Höhenunterschied ist zu hoch. Ach, das ist ja interessant. Der Höhenunterschied ist zu hoch. Wusste ich gar nicht, dass es auch ist. Ja, wenn wir sie hier stellen, wir können sogar minus 5 Punkte erreichen, wenn wir da das hinstellen, dann zählt das andere mit eben minus 12 rein. Ja, so kriegen wir. Ja, die da unten kriegen wir leider nicht damit. Blöd. Ich stell's mal. Ja, ist ja egal. Ich stell's mal hier probieren. Da so fertig. Oder? Na, wir könnten auch natürlich ein bisschen. Wir könnten hier den Bonus rausnehmen. Ihr seht, es ist so ein bisschen. Ja. Ist doch irgendwie am Optimieren. Ja, wenn ich es hier hinstelle, könnte ich den Bonus der Statue da ausnutzen. Probieren wir das doch mal. Da haben wir immerhin 11 Punkte. Ja, und Punkte sind im Spiel ja alles. Jetzt brauchen wir noch eine Hopfenfarm. Die hat
Ja, die bezieht ihre Pluspunkte eben aus Hopfenfeldern, der Statur, hier. Und Algenfarmen, falls in der Nähe. Ja, für die Hopfenbahn brauchen wir aber auch bebaubares Terrain. Die Algenfarmen kann ich nur an Strand bauen. Dann reicht wahrscheinlich der Radius eigentlich aus, oder? Schauen wir mal. Ne, der reicht doch nicht bis darunter. Wenn ich jetzt hier die Hopfenfarm hätte, dann käme ich da nicht bis auf das Strandlevel. Oder andersrum, wenn ich hier unten stellen würde, könnte ich hier das nicht bebauen. Ja. Wohin mit unserer Hopfenfarm? Die ist nämlich auch nicht klein. Die braucht also auch schon. Also die Hopfenfelder nehmen auch schon Platz ein. Dann sollen wir die hier oben hinstellen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Eine Algenfarm, das kriegen wir nicht. Die kriegen wir nicht abgedeckt. Die plus 3. Achso, die Hopfenfarm hat einen Grundwert. Egal wo sie hinstellen, die hat einen Bonus von 3. Ja, muss man auch wissen. Da stellen wir sie hier hin. Ja, also ihr seht, die sind schon relativ gut angepasst auf diese Grundrisse, dass man da so ein bisschen drehen und wenden kann und damit noch ein bisschen was optimieren kann. So, wir haben ein Hopfenfeld, das ist leicht. Das kriegen wir leicht verbaut. So, ein Hopfenfeld. Ja, und jetzt brauchen wir unsere Stadt. Stadt braucht Platz, braucht aber keine Grünfläche. Stadt können wir auf so einem. Ja, können wir im Prinzip fast überall hinbauen. Und hier ist halt der Dreh- und Angelpunkt der Stadtzentrum. Das Stadtzentrum, das ist ein Basispunktzahl von 15. Und gibt halt Bonus auf Fischer, Staturen, bekommt Bonus von Fischern, Staturen, Steinmetz, Mühle, Algenfarm. Wie war das noch mit dem Steinmetz? Der gibt wem noch einen Bonus? Ist egal, ist eh zu hoch. Ja, bauen wir mal unsere Stadt, oder? Weil das jetzt mehr so ein Dorf wird, ne? Darf man sich jetzt nicht zu viel drunter vorstellen. Wo bauen wir die hin? Hier haben wir noch einigermaßen Platz, ne? Ach, da bekommt er noch den Bonus von der. Und dann Bonus von der Schreiner, von einem Sägewerk. Müsste aber hier auch bekommen. Ich habe 15, so. 15 ist der Grundbonus hier. 15, ne, ohne alles. Und hier gibt das Sägewerk 2 Bonus, ne, sagt die Anleitung ja auch. Nee, steht ja gar nicht. Mühle gibt 2 Bonus. Habe ich da noch eine Mühle? Ach. Okay. Er hat die Mühle ja mitgezählt. Mit der Mühle wären es dann. Wir müssen hier hinstellen, hätten wir 19.
Das Mühlenbonus, den brauchen wir. Den brauchen wir ganz dringend. Dann setzen wir den hier mal hin. So. Hier bei der Stadt ist es einigermaßen sinnvoll, sich an eine bestimmte Baurichtung zu halten. Also jetzt eine gewisse Linearität einzuhalten. Dann kriegt man einfach mehr Gebäude unter. Ja. Acht Richtungen gibt es in dem Spiel. Moment, baue ich gerade die Villen. Ihr seht, das sind dann auch zufällige Typen von Villen. Jetzt habe ich noch zwei Häuser. Passt da nicht mehr hin. Verdammt. Aber Häuser haben einen weiteren Umkreis. Das ist eigentlich auch ganz angenehm. Und seht ihr rechts? Ja, wir können jetzt auf die Insel umziehen. Wir sind reif für die Insel. Ah, passt da nicht mehr hin. 7, 8 Punkte. Aber wenn ich schon ein paar Felder unterbringen muss, wird es knapp. Ne? Jetzt setze ich mal lieber hier hin und wobei, die Häuser behalten ihren Bonus von anderen Häusern auch. Da fahren wir hier ein bisschen besser mit. Also Häuser immer neben Häuser bauen. Klingt logisch, ist auch so. Ja, wir können jetzt zu der nächsten Insel wechseln. Oder hier noch ein bisschen weiterspielen. Wobei ich denke, Punkte, 38 Punkte, das wird schwierig, die noch zu bekommen. Aber im Prinzip ist die nächste Insel unser Backup. Also wir kommen jetzt auf jeden Fall weiter. Schauen wir doch mal. Fischer und Schamane. Nehmen wir mal einen Fischer. Schamane habe ich. Und jetzt damit 48 Punkte. Wir haben Hopfenfelder. Oder ein Hopfenfeld. Schauen wir mal, wie wir das hier untergebracht bekommen. Ja, sehr schön. Das bezieht Punkte von einem anderen Hopfenfeld. 2 und 4 von der 4 von der Brauerei. Also, ja, das ist schon gut. Ja, dann haben wir noch. Machen wir noch ein bisschen weiter beim Städtebau, ne? Ja, Villen erhalten Bonis von anderen Villen. Ne? Hier, wenn ich die Villa dahin baue, dann jetzt hier so ist nur eine mit eingeschlossen, dann hat er +2. Wenn ich sie dahin baue, habe ich +3. Wenn ich sie hier hinbaue, habe ich +11. Mache ich mal. Also wir werden jetzt keine Felder mehr anbauen lassen. Oh Gott, ich habe noch eine Villa. Jetzt mal hier +10. Ach, wir schaffen es ja doch. Ist doch. So, und hier wieder auf die Orthogonalität achten. Ja, wie gesagt, wir können hier so lange bauen, bis uns die Punkte ausgeben. Wir haben im Prinzip die nächste Insel freigeschaltet. Die Frage ist nur, mit was für einem Punktestand wir da beginnen.
Dann haben wir hier noch die Fische und ein Sägewerk. So. Ja, mit dem Sägewerk war das ja so ein Ding. Das müssen wir jetzt irgendwo hier oben hinstellen. Ja, mehr als plus 7 kriegen wir da nicht raus aus dem Sägewerk, ne? Oder hier kriegen wir auch die plus 7. Hier kriegen wir plus gar nichts. Ja, hier kommen wir in Kollision mit dem anderen Sägewerk. Jetzt war das Ding mal nach da unten. Oder nach da oben. Ich setze mal hier nach hier oben. So, hier läuft die Grenze. Seht ihr da links? Jetzt berühren wir das andere. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Mehr kann man allein nicht raus. Und jetzt kommt ein Fischer. Fischer sind ganz interessant. Die, ich glaube, da oben ist noch hier so ein Brunnen oder Schamanen. Nehmen wir noch die Brunnen dazu. So, jetzt haben wir sogar zwei Fischer. Die Fischer sind ganz interessant. Die beziehen Bonis von Hütten. Hütten haben wir noch keine gesehen. Das sind, also, wie der Name schon sagt, kleine Häuser. Die kann man auch sehr schön, die kriegt man sogar dahin gebaut oder ja hier. Also das ist dabei zu beachten. Also was haben wir hier? Stadtzentrum, Lager, Statur. Stadtzentrum bringt das meiste. Also sollten wir es in die Nähe vom Stadtzentrum bringen, bauen. Ja, wenn es geht. So, die haben einen sehr großen Radius. Der sehr große Radius sorgt auch dafür, dass hier kriegt er sogar den Bonus oben noch von der Statur. Wovon kriegen wir noch Bonus? Hütte, Algenplantage, ja gut. Hier haben wir von beiden den Bonus, plus 13. Dann machen wir das auch. Und hier können wir den halt hin positionieren. Da kommt er eben nur ans Stadtzentrum. Ne? Muss halt im Wasser stehen, so eine Fischer. So. Diese Brunnen ergeben halt Bonis beim Städtebau. Wer hat das gedacht? Wie passt das jetzt nicht? Ja, das. Ja, so ganz genau. Geht das hier manchmal nicht. Ja, so haben wir eigentlich mittendrin. Wir kriegen einen Bonus von allem. 25. Richtig fett. Wir haben noch einen Brunnen. Wieso steht da jetzt minus 50? Achso, der andere Brunnen gibt, ja, klar, ne, der konkurrierende Brunnen. Plus 22. Die bekommen wir hier. Wertet das Leben ungemein aus, so ein Brunnen. Jetzt haben wir Häuser. Seht ihr, die gibt es nicht nur in eckigem, in quadratischem Baumuster. Nein, die gibt es auch so angewinkelt. Hier haben wir plus 12, da haben wir plus 12. Also, wieso hat man da mal plus 16? Nee, das sah nur so aus. Dann setzt man es da hin. So, und hier haben wir jetzt 7. Nehmen wir hier auf jeden Fall plus 13. Ich lasse ein bisschen Platz, vielleicht kriegen wir dann eine Hülle dazwischen geklemmt. Oder machen wir es mal rückgängig. Seht ihr, wir haben manchmal, das ist mit Willen, das ist so ein bisschen Tetris, ne? Hatte ich schon mal gesagt. Da haben wir plus 6. Und hier haben wir plus 5.
dann machen wir das hier mit dem. Oder kriegen wir die da irgendwie so da? Oh, die kriegen wir zu da reingestopselt. Sehr schön. Aber es ist auch nur plus 6, egal. Wir können. Jetzt bekommen wir Hütten. Und Häuser. Und Villen. Ja. Jetzt ist es langsam voll auf der Insel. Und. Noch ein Holzfäller. Die sollten sicherlich konkurrieren, die beiden. Ich habe auch gar keine Bäume mehr zum Fällen, oder? Ja, hier kommen wir auf minus 6. Ja. Hier kann man sogar die minus 6 in Kauf nehmen von dem anderen Holzfäller. Bei Punkt A viele Bäume haben. Und in, im Bereich von 2 von 2 Sägewerken sind. Und eben diese Statue hier noch, die Statue dann noch als Boni haben. Wenn ich ihn jetzt hier setze, habe ich 17 und hier habe ich 16. Ja, gut, das ist aber auch. Auch ein Argument. Ist ein Punkt mehr. Ein Punkt mehr. Bei allen, das geht es um jeden Punkt. Die Musik ist so schön, ne? Also, ich habe noch selten so eine schöne, unaufdringliche Musik gehört. Leider habe ich hier ein bisschen runtergedreht. Ne? Ihr wisst ja, ich muss da ja drüber quatschen. Vielleicht gibt es YouTube bald mal im Mehrkanalton oder vielleicht gibt es das auch, keine Ahnung. Dass wir das Gequatsche ausstellen können. Und dafür die Musik hören. Ja, egal wie das jetzt läuft, nach den Hütten machen wir aber Schluss. Dann ist die Folge eigentlich schon lang genug. Ja, ich habe euch gesagt, mit den Häusern, das kennen wir ja alles schon. Ich habe euch gesagt, mit den Hütten, das ist, die sind spannend für unsere. Ah, seht ihr? Die haben hier Malis, ne? Die sollten. Die Mühlen ergeben negative Punkte. Also die Holzfällerhütte kriegt einen positiven Punkt. Was haben die denn? Ah, die haben einen Grundwert von 4 und da kommt dann, ja, und Holzfällerhütte, da ist schon gerade 20, oder? 10, 9, 10. Ja, da können wir sie leider nicht bauen. Da haben wir plus 8. Ach, da. Ja, also sämtliches Gewerbe lehnen die Hüttenbewohner ab. Vielleicht haben wir sie da einbauen. Ja, okay. Plus 10 ist auch gut. Hütten sind eigentlich super. Hütten sind super. Die sind klein. Lassen sich quasi überall hinbauen. Und geben echt Punkte. So. Hier auch 10. Und jetzt haben wir noch 3 Häuser und eine Villa unterzubringen. Willkommen beim wilden Tetris. So partizipiert er dann noch von dem Brunnen.
er oder sie in 3 Häuser. 13, sehr schön. Geht das besser? 8. 8. 8. Ne, besser wird's nicht, oder? Irgendwo. Nö. Ja, nächstes geht jetzt hier ein bisschen der Platz aus. Die 8 nehmen wir mit und dann haben wir hier noch Platz. Ah, ist das ärgerlich eng. Ja, dann haben wir noch Platz für eine Hütte. So. Ja, das war da mal alle Kürze. Oder auch nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Das war dann mal in aller Kürze das Spiel Islanders von Grizzly Games. Und ich muss sagen, es ist wunderhübsch. Gut, es ist, haben wir gerade ein regnerisches Szenario, das ist natürlich ein bisschen blöde. Es ist wunderhübsch und ja, und das macht so richtig Laune. Ne? Und es ist auch einfach mal schnell gespielt. Ich meine, ich kann das jetzt speichern und den Fortschritt, ja. Machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich überhaupt noch eine Folge davon mache. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.